Da drüben, da müsstet ich trotzdem wieder hin. Ich glaube so schlecht. Na, warte mal, was ist, wenn ich mich da anschleich? Sorry. Das nenne ich waghalsig. Scheiße, 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 komm ich darauf? Ja, aber ich weiß nicht, ob mich da nicht wer sieht. Da drüben ist einer. Da drüben steht auch einer, oder? Wurscht. Der ist mir egal. So, 5 Wurfmesser habe ich. Da ist der Kommandant. So, was ist, wenn ich da mich jetzt beeile? Moment. Der kommt nicht bekannt. Mach doch das, was ich will, Ezio. Okay. War ja gar nicht so schwer. War ja gar nicht so schwer. So. Machen wir mal was Neues aus. So, die Waffe haben wir doch noch nicht ausprobiert, oder? Machen wir das jetzt einmal. Dann, da ist er! So, und jetzt? Nimm es! Schau, jetzt soll er einmal diesen komischen Stecken da nehmen, sprich die Waffe aufheben. Ah. Na, das ist schon lästig. Es ist lästig. Wenn ich die Waffe aufheben will und ich komme nicht ran, dann ist das einfach lästig. So. Kommt jetzt kein Typ mehr? Wo sind die alle? Die sind alle weggerannt. Alter, seid ihr feig. Ihr seid feig. Ihr seid feig. Gut. Mir soll's nur recht sein. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ich bin gerade erst von der Küche. Schleich dich. Blöder Typ da. Der nervt jetzt da drüben, weil der schleicht sich von dort nicht. Und ich muss ja beim Turm rundherum gehen. Na, dann muss ich mir zuerst irgendwie holen. Da hilft nix. Ach Gott, ja, genau, Ezio. Das liebe ich oft an dieser Steuerung. Wo bist du denn? Hier bist du. Aber schnell! Ha, jetzt bist du tot! Ach so? Ist mir aber neu. Okay. So, jetzt haben wir diesen lästigen Typen da mal entledigt. Und jetzt suchen wir uns da wieder einen Weg nach oben auf dem Turm. Ich glaube fast zwar gerade, dass das da nach oben nicht geht. Ja. Genau, so machen wir das. So werden wir das machen. Das schaut doch richtig gut aus. Komm, 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 komm. Hopp, hopp. Rüber. Genau, hoch mit dir. So muss das sein. Und da ist schon extra für mich vorbereitet. Schießpulver offensichtlich. Also haben sie eh schon auf mich gewartet. Gut. Und jetzt haben wir da gleich die Bank. Hehe, was für eine Unform, was für eine Unform. Nein, jetzt sagt das. Oh ja, das geht sich ums Arschlecken aus. Hehe. Sehr gut, das gefällt mir wieder. Ums Arschlecken geht es sich aus. Mal schauen, dass wir aufbauen. Ich will unbedingt die Armbrust. Ich will diese Armbrust haben. So. Ja, sprechen. Du musst sprechen, mein Herrn. Bankmenschen. Geld abheben. Sehr gut. Und jetzt entwickelt das Ganze schon Eigendynamik.
immer genug Geld, dass ich dann wieder die nächsten Geschäfte renovieren kann. Und bis ich das alles ausgegeben habe, ist schon wieder eine nächste Partie auf der Bank. Ne? Und das ist natürlich das Leibende. Drum, wie gesagt, in der dritten Sequenz halte ich mich einfach jetzt mal ein bisschen länger auf. Der Schmied. Da unten wäre ein Schneider. Nur die angesehensten Kunden beehren dieses Geschäft. Die Elite weiß, wo man die beste Ware bekommt. Ah, da, 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 da. So, Schneiderlein, wo bist denn? Ha? Wo ist der Schneider? Nee, 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 nee. Oh, Server-Idiot. Gibt's denn sowas auch? Die größten Wurstköpfe und dann sagen sie zu mir Idiot. Aber ich komme manchmal zur Zeit gerade ein bisschen wie ein kleiner Idiot vor, weil ich diesen scheiß Schneider nicht finde. Alter, Schneider, wo bist? Ah, bin ich beeindruckt, ich habe den Schneider gefunden. Haha. Ja klar, wenn wir die Hütten ausbauen und renovieren. Wir wollen ja Kohle. Was haben wir jetzt? Sind wir schon 4.495. Yeah, 4.495. Ich bin auch Fachmann für feine Unterkleider. Ja, ich brauche keine Unterwäsche. So, aber auf der anderen Seite, schauen wir mal, was wir uns da Schönes leisten können. Gegenstände verkaufen. Nein, Beutel sind immer recht gut. Wow. Ein großer Medizinbeutel kostet ein Schweinegeld. Messer, gut, das ist auch nicht schlecht. Mehr Messer, auch nicht schlecht. Für die schweren Waffen. Und Rauchbombenbeutel. Was kostet der? 8,47. Der schaltet dann die Rauchbomben frei. Okay, mal wollen wir nicht. Schauen wir mal, was wir da haben. Das ist relativ günstig. Das gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir. Das ist auch schön. Aber das geht noch nicht, oder? Nö. Auch nicht schlecht. Wie schaut das? Das schaut doch ein bisschen edel aus, oder? Florentiner Scharlachrot. Leisten können wir es uns auch. Machen wir mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Gut. Dann schleichen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Bene, bene. Gell, da schaust du besser. Na? Schön edleren Zwirn gekleidet, unser Ezio. Dann machen wir als Nächster. Was machen wir als Nächster? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Da drüben wäre noch ein Turm. Da wäre jetzt noch ein paar Geschäfte. Aber ich glaube, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Rambazamba-Action. Was ist da? Christina-Mission. Nehmen wir Christina-Mission mit und gehen dann da zum Turm rauf. Genau, das mache ich. Irgendwas zum Freischalten am Weg. Ah ja, da ein Schmied wäre noch. Den nehmen wir doch auch noch mit. Das liegt ja alles am Weg. Das ist ja kein Umweg. Na, geht's ja, oder? So. Boah, ich quatsch halt schon wieder so viel Schwachsinn. Oh Mensch, ich labere Scheiße. Scheiße am laufenden Band. Bla, bla, bla. Ja, klar, ich muss mal wieder den Turm aussuchen. So. Lauf, Ezio, lauf. Lauf um dein Leben. Wo wollen wir hin? Geht sich das aus? Ja, das geht sich aus. So, da unten ist eh schon der Schmied. Okay. Gut. Na, da haben wir ja. Ey, schleicht euch da. Müsst euch genau vom Geschäft um und um stehen. Ist ja Wahnsinn. Patienten da. Ich bin so wiff, Alter. Hätte ich mir zuerst schauen sollen, dass ich kein Geld habe.
Heuer kann Schmied renovieren. Oh, Christina Mission, haben wir gesagt. Machen wir mal wieder Missionchen. Das ist zwar auch nur ein Zusatz- oder Nebenmission, aber ich glaube, das sind die Missionen, die freigeschalten werden, wenn man diese immer dies möglichst oft diese 100% Synchronisation erreicht. Dann werden ja Nebenmissionen freigeschalten, also so Erinnerungen eben, so gewisse. Und ich glaube, das sind diese Christina-Missionen, weil das sind ja Erinnerungen von früher, so. Ich brauche eh wieder ein bisschen Nachschub, brauche ich ja, ne? Hehehe. Und plündern. Oh, bitte. So, und unser Christina-Missionchen ist da unten. Jetzt rede ich schon Missionchen. Alter, jetzt wird es aber wirklich mal Zeit, dass ich mal vielleicht doch einmal meinen Schnabel halt. Weil es wird nur schlimmer mit dem Blödsinn, den ich da von mir gebe. Yeah! Oh, steht sie da. Alter, es stehen nur viele Leute rum. Okay. Alle Männer im wehrfähigen Alter in den Dienst einer neuen bezirksweiten Miliz eintreten. Ich glaube nicht, dass man da Kohle kriegt. Wenn man da jetzt einfach in eine Mission, an eine Erinnerungsmission eintaucht. Aber schauen wir einfach einmal, lassen wir uns überraschen. Ja, das ist wieder ewig langer Ladebildschirm. Schneller jetzt, jo. Schneller, 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 schneller. Okay, Ladebildschirm haben wir auch wieder gut überstanden. Wie wär's mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja... Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Na, da muss ein bisschen stalken, oder was? Christina folgen, um ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. So. Das ist sicherlich so eine Geschichte, wo sie sich umdreht. Naja, na, wurscht. Warum müsst ihr euch so zum Nachtigall? Hey, was wollte das denn alles? Ist irgendwie euren Zorn erregt? So, wo rennt denn hin das Mädel? Scheiß die Wand an, die dreht sich genau da um. Komm, geh weiter. Geh einfach weiter. Oh, das ist wieder so eine spannende Verfolgungsmission. Das ist ja irrsinnig spannend. Geh weiter! Was ist, bist paranoid oder was, was du dich da noch umdrehst? Ha? Sind wir ein bisschen paranoid, Madame?